Steve Waralski, heute wegen einer Rückenverletzung nicht dabei. Konntest das ganze Spiel von außen anschauen. Erste Halbzeit lief gut. Was ist dann passiert? Ja, das ist, was in den letzten Spielen auch so mal passiert ist. Wir spielen eine gute erste Halbzeit und dann die zweite Halbzeit vergeigen wir immer ein bisschen. Ja. Wir werden ein bisschen nervös, der Gegner erhöht den Druck, wir kommen da nicht richtig mit klar. Und dann treffen uns ein paar schwere Würfe und dann werden wir ein bisschen nervös und dann verlieren wir das Spiel genauso wie in Würzburg. Kann man irgendwie einen Knackpunkt festmachen? Das eine Offensivfoul von Gregor Horvath war vielleicht ein bisschen knifflig, da wurde es auch immer mal laut, oder ist es einfach komplett die zweite Halbzeit gewesen? Natürlich, wenn es natürlich dann schlecht läuft und man merkt, die kommen immer näher ran und dann so eine Aktion ist, dann ist das immer sehr deprimierend so, aber das dürfte einfach nicht passieren. Also das war jetzt schon das zweite, dritte Spiel, wo das passiert ist, wo wir mit 13 Punkten in die Halbzeit gegangen sind. Dass wir die zweite Halbzeit dann so abschenken, das ist dann immer, das müssen wir einfach ändern. Lass uns kurz nach vorne blicken. Mittwoch geht es gleich weiter. Champions League nach 4 Siegen natürlich. Der Druck ist riesig. Was stimmt positiv, dass es einen Heimsieg gibt? Ich glaube, wir müssen einfach jetzt. Ja. Ich glaube, wir hatten ein schweres Auftaktprogramm auch in der Champions League. Das waren alle Top-Teams. Und jetzt, wenn wir jetzt speziell zu Hause mit direkten Konkurrenten gegen Ostende, dann müssen wir auf jeden Fall einen Heimsieg holen.